Bei diesem Tutorial wollen wir herausfinden, wie man eine Ebene in einem Koordinatensystem darstellt bzw. welche besondere Lage sie haben kann. Als erstes schauen wir uns zuerst die Problematik. Wir möchten eine Ebene in einem Koordinatensystem zeichnen. Dafür brauchen wir zuerst ihre Spurpunkte. Die Spurpunkte sind die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Wenn man die bestimmt hat, kann man sie einfach verbinden durch sogenannten Spurgeraden. Und damit ist das Achsenabschnitt der Ebene fertig. Allerdings ist das nur eine allgemeine Lage. Und zwar, es gibt auch besondere Ebenen, die zum Beispiel nur zwei Spurpunkte haben. In diesem Fall nur Spurpunkte mit der x1 und x2 Achse, also ist die Ebene dann parallel zu der x3 Achse. Oder eine Ebene kann auch nur einen einzigen Spurpunkt haben. Dadurch ist sie parallel zu zwei Achsen, in diesem Fall zu x1 und x3 Achse, also allgemein gesehen ist sie parallel zu der x1, x3 Ebene. Wie bei jedem anderen Tutorial wollen wir uns zuerst die Voraussetzungen anschauen, um einen möglichst einfachen Lösungsweg zu finden. Als erstes, wie es meistens der Fall ist, sollte die Ebene immer in Koordinatenform dargestellt sein. Wenn das nicht der Fall ist, sondern die Ebene in Parameter oder normalen Form dargestellt ist, sollte zuerst umgeformt werden. Die zweite Voraussetzung ist, dass man die Achsenabschnittsform der Ebene kennt. Das ist eine Art Koordinatenform, in der man einfach die Spurpunkte einfach ablesen kann. In diesem Fall sind diese Parameter a, b und c die jeweiligen Spurpunkte. Also, wenn wir die haben, dann können wir direkt die Spurpunkte ablesen und dann in ein Koordinatensystem eintragen. Wie man sie genau bestimmt, werden wir gleich bei den Beispielaufgaben sehen. Als nächstes wollen wir uns anschauen, wie man diese Achsenabschnittsform aufstellen kann. Dafür schauen wir uns folgendes Beispiel. Wir haben hier eine Ebene E, die teilen wir dann durch 6. Dann haben wir 2x1 durch 6 plus 2x2 durch 6 plus 3x3 durch 6 ist gleich 6 durch 6 sind 1. Dann kürzen wir hier die Zahlen, so dass im Zähler immer nur eine 1 stehen bleibt. Und entsprechend können wir dann hier unten die drei Spurpunkte ablesen. Also der erste Spurpunkt mit der x1-Achse lautet 3, 0, 0. Der zweite Spurpunkt ist dann 0, 3, 0. Und der dritte ist dann 002. So, diese können wir dann ungefähr in das nebenstehende Koordinatsystem eintragen und durch die sogenannten Spurgeraden verbinden. Natürlich ist die Ebene immer noch unendlich groß. Das, was wir hier sehen, ist nur ein Achsenabschnitt der Ebene. In ein weiteres Beispiel haben wir eine Ebene, wo wir gleich erkennen können, sie besitzt nur zwei Spurpunkte, also keine x3-Koordinate. Deshalb können wir auch gleich sagen, sie ist ja parallel zu der x3-Achse. So, mit der gleichen Taktik wie vorher können wir dann auch hier die Spurpunkte bestimmen. x1 durch 2 plus x2 durch 2 sind gleich 1. Also man teilt immer durch die hintere Zahl. Und dann kann man auch wieder die Spurpunkte ablesen. Und zwar der erste ist 2, 0, 0 und der zweite Spurpunkt ist dann entsprechend 0, 2, 0. Die können wir dann in unser Koordinatsystem eintragen und weil die Ebene parallel zu der x3-Achse ist, ziehen wir zwei Spurgeraden, die ebenfalls parallel zu der x3-Achse sind. So können wir ungefähr die Ebene darstellen. Ein bisschen komplizierter zu zeichnen sind die Ebenen mit nur einem Spurpunkt. Dazu schauen wir uns jetzt drei Beispiele an. Als erstes, eine Ebene, die nur die x2-Achse schneidet. Das bedeutet, sie ist parallel zu der x1, x3-Ebene. Spurpunkt können wir wie folgt ausrechnen. Wir teilen hier durch 2. x2 ist gleich 2 und damit haben wir bereits einen Spurpunkt. Also hier ist nicht notwendig, die Achsenabschnittsform anzuwenden oder ähnliches. Dann tragen wir diesen Spurpunkt, zum Beispiel nehmen wir an, hier ist 2. In ein Koordinatensystem und ziehen durch diesen Spurpunkt zwei Parallelen
zu den Achsen, die nicht geschnitten werden, also zu der x1 und x3 Achse, und dann ergänzen wir das Ganze zu einem Parallelogramm. So konnte man, na gut, mit dem Geodreieck sieht es natürlich ein bisschen besser aus, die Ebene darstellen. Im nächsten Beispiel haben wir eine Ebene, die nur die x1-Achse schneidet, also ist sie parallel zu der x2-x3-Ebene. Auch hier können wir ganz einfach unser Spurpunkt bestimmen. Also x1 ist 2, somit ist s1 2, 0 und 0. Den können wir dann wieder eintragen in unser Koordinatsystem auf die x1-Achse und auch hier ziehen wir die Spurgeraden parallel zu den zwei Achsen, die nicht geschnitten werden. Also in diesem Fall x2 und x3 Achse. Und das Ganze kann man dann am besten mit dem Geodreieck zu einem Rechteck ergänzen. So, und dann kommen wir somit zum letzten Beispiel. Hier haben wir eine Ebene, die nur die x3 Achse schneidet. Somit x3 gleich 2. Also unser Spurpunkt lautet dann 0, 0 und 2. Mit gleicher Taktik tragen wir hier unser Spurpunkt ein, ziehen zwei Parallelen zu den Achsen oder zwei Spurgeraden, einmal zu x1 und einmal zu x2 und bilden daraus wieder ein Parallelogramm. So, das waren die drei Beispiele. In der Mathematik funktionieren manche Sachen auch vorwärts, aber auch rückwärts. Eine davon ist auch die Achsenabschnittsform. Wir schauen uns folgendes Beispiel an. Hier geht es darum, dass wir praktisch eine Ebene gegeben haben im Koordinatsystem und wir sollten anhand dieser Skizze die Koordinatengleichung der Ebene aufstellen. Was auf jeden Fall gut sichtbar und erkennbar sind, sind die Spurpunkte und das können wir natürlich nutzen. Also, wir bilden mit Hilfe der Spurpunkte die sogenannte Achsenabschnittsform, also x1 durch 4 plus x2 durch 3 plus x3 durch 2 ist gleich 1. So, das Einzige, was wir noch machen müssen, sind die Nenner zu eliminieren. Dafür multipliziert man das Ganze mit dem Hauptnenner. Der Hauptnenner ist in diesem Fall 12. Und dann, wenn wir alles durchmultiplizieren mit 12, kürzen sich die Nenner hier weg. Entsprechend steht dann am Ende 3x1 plus 4x2 plus 6x3 ist gleich 12. Damit wäre die Ebene in Koordinatenform fertig. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, das funktioniert genauso einfach und so gut auch für Ebenen mit 2 oder einem Spurpunkt. Zum Schluss noch eine weiterführende Aufgabe zu diesem Themenbereich. Und zwar, wir schauen uns zwei von den Ebenen, die wir bereits oben besprochen und gezeichnet haben, an, also E1 und E2. Wenn wir beide in ein Koordinatensystem eintragen, das ist E1 und das ist E2, sieht das Ganze wie folgt aus. Es kann uns die Zusatzfrage auftauchen, dass man hier die Schnittgerade zeichnen sollte. Das bedeutet, man schaut, wo sich die Ebenen ein bisschen überschneiden und zieht dadurch eine sogenannte Schnittgerade. Die Bestimmung dieser Schnittgerade wird dann allerdings in einem anderen Tutorial besprochen.